Ja. Ich sehe hier, also. Obwohl, hier sind sehr viele Leute. Oh. Oh, das ist ein Rundgang, verdammt. Ja, ich war heiß. Irgendwo da, wo ich gerade langlaufe. Okay, also bitte stress mich jetzt nicht so. Ich würde es jetzt mal ignorieren, ja? Oh. Ich konnte nicht, da lag Loot auf dem Boden. Tut mir leid. Schwäche Feuer. Okay. So. Wieder Fellknäuel. Hier lang. Ja, lobe den Himmel natürlich. Entschuldigung. Könnt ihr bitte nicht auf mich zulaufen? Danke. Und wir müssen jetzt einfach... Genau, einfach den langen Weg. Hoffentlich ist in der Altstadt das letzte Zifferchen. Ansonsten können wir es natürlich übersehen haben. Aber ich habe die Befürchtung, dass es dann eher... in dem abgesperrten Bereich sein wird. Okay. Das ist immer so ein lustiges Geräusch, so ein Ui. Das klingt immer so leicht wie Anja. Wenn sie zum Beispiel sowas wie Duki Duki macht. Oh, du bist neu. Was haben wir hier bei dir? Schwäche Eis. Also den kenne ich vom vorigen Spiel, klar. Also, aber... Aber warte, hast du... Halbiert. Okay, also nur Eis. Ansonsten ist egal. Aua, hör auf mich zu hauen. Ich will jetzt mal das machen. Okay, gut. Uiuiui. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt den Prügelweg gefunden. Und da habe ich das Gefühl, wird eigentlich... Also nicht sonderlich viel von denen zu sehen sein, weil es hieß ja an... Orten, die man kennt. Und die Seitengasse ist jetzt nicht gerade der Ort, den man kennt. Noch einmal. Aua. Ob es irgendwann auch sowas wie Ausweichen geben wird? Okay. Reißzahn. Ich mache jetzt das Spiel nicht lauter, bis ich nicht weiß, dass wir durch die Gegner... Na, also. War ja klar. You're down.
Eieieiei. Was echt mal schön wäre. Wenn der nicht so nervig wäre. Wir sollten dann vielleicht noch mal einen Heiltrank nehmen. Gut, dass ich den verkauft habe, den anderen. Hat voll Sinn ergeben. Naja. Okay, jetzt reicht's ja aber, ja? Also noch einen Gegner brauche ich jetzt kurz mal nicht, ja? Oh, verdammt. Naja, gut. Wenn wir schon dabei sind... Also wenn ich es richtig verstanden habe, können wir uns ja Zeit kaufen bis zum Weltuntergang durch das, was auch immer sie am Ende macht. Oh. Gibt's hier eine Zahl? Warum seid ihr so viele? Freunde? Nein? Hotelpage. Nee, ich würde jetzt erstmal nicht. Nee, ich möchte nicht resten, aber danke. Ich glaube, ich kann jetzt aber auch wieder lauter machen. Gut. Runenring. Okay. Den nehmen wir natürlich sofort, weil... Keine Ahnung, was das bringt. Angriffszauber, dachte ich mir. Du... warte mal. Macht es vielleicht doch mehr Sinn, dass wir da das Stirnband hin tun? Und da das Kämpfer... Und dann auch hier die Schutzfäustlinge. Aber, nee, ich mache eigentlich genau im Gegenteil. Weil die Schutzfäustlinge sind ja eher so aushalten. Gut. So. Wo sind wir denn gerade? Okay, da rechts sind noch Sachen. War ich hier nicht schon? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war hier schon. Hallo. Blessed be, friend. What can I provide? Also ich habe kein Geld. Das ist mein großes Problem. Oh, ich habe ein Kristallmedaillon. Das bringt ja voll viel. Okay, ich habe ein bisschen Geld. Dann würde ich mal gucken. Oh. Ah, man kann... Okay, okay. Die zeigen mir an, was ich da ausgerüstet habe. Das ist gut. Was haben wir denn angelegt? Feuer kann ich? Oh. Ey, das ist so verwirrend. Okay, ich gucke jetzt erstmal. Es ist so verwirrend, dass die einzelnen Fähigkeiten schlechter oder besser sein können. hier Eis. Haben wir noch ein anderes Eis? Nope. Blitz hat sonst auch keiner. Ja, das passt. Dann würde ich... Synthese. Warte mal. Feuer. Genau das da. Mit dem, ja. Ich meine, ich kann ja trotzdem Blitz besser machen, oder? 5CE. Ja. Okay.
Dann haben wir jetzt Blitz. Was schon ziemlich viel Schaden macht. Naja, gut. Habe ich einfach mal gemacht. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergeben hat, das zu machen, obwohl ich es nicht ausgerüstet habe. Bist du der, der ich denke, dass du bist? Zeig mal deine Sachen. Ja, bist du, okay. Ich könnte natürlich das schon mal. Utwin und Pendragon. Was sind die Zeichen? Und dann? Keine passiven Fähigkeiten, okay. Auch nicht. Oh ja, aber es macht schon Sinn, oder? Ach, ich lasse es erstmal. Ich habe nicht so viel Geld. Oh, thanks a lot. Aber dann sind wir ja da, wo ich denke, dass wir sind. Das, ja, genau, vor dem. Okay. Dann gehen wir jetzt den Weg entlang. Ich kümmere mich drum. Keine Sorge. Der ist gleich tot. Was war's nochmal? Genau, normal. Okay. Boah, das macht viel Schaden. Alles davon. Und dann gehen wir jetzt nach Hause. Der Nordbahnhof ist nach Hause, okay? Okay, warum hast du so ein Zeichen? Sprich mit mir. Collecting donations on behalf of the order. Nee, ich kauf nix. We ask that every true believer gives 100 gil to God. Na, von mir aus. Bless you. May the Savior free your soul. Und jetzt? I'm collecting We ask that 300, ja, okay. Bless you. I'm collecting We ask that every Okay. Bless you. True believers who give up their wealth to God. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt nichts bekomme, dann wäre es richtig mies gewesen. Ich habe kein Geld mehr, mein Ding zu kaufen, aber dafür habe ich Geld, natürlich. Was habe ich denn bekommen? Ach. Hä? Was bringt mir das? Und durch Mengen ihrer Reichtümer an den Orden. Na gut, ich weiß, wichtige Gegenstände. Keine Ahnung, was mir das bringt. Ich habe gespendet, ich bin nett. Warte, hast du vielleicht was? I'm collecting the order is grateful, but we have no more need. Thanks be to God. Blessed are the devout and the generosity of their souls. Sehr gut, tschüss. War nett mit euch. Eure Hoheit oder so. Okay. Dann würde ich jetzt einmal hier lang gehen. Chocoboco? Und würde sehr gerne. Ne, nicht hier lang. Ah, ich muss auf der anderen Seite lang. Hier. Yep, yep. Wo war das denn? Genau, Gewerbeviertel. Okay, dann muss ich ja eh lang. Du. Hallo. I was told about a special medicine that only you can make. Ah, yes. Say no more. You want a flask of our super special, is that it? No problem. Except we're all out. I'm really sorry. You're the second person we had to break the bad news to today. I can make more, but I can't get my hands on the ingredients. I wish I could have helped that poor girl. She needed it for a family member that took a turn for the worse. I'm here for her, actually. If I bring you the ingredients, can you make more? Of course! And I'll do it for free. Anything to help a fellow resident. Here's a list of all the ingredients. Was Blitz? Pilz? Oh Gott. Okay. Ich würde jetzt ganz kurz
einmal eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob es in der nächsten Folge weitergeht oder gleich weitergeht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. So, da bin ich wieder. Was ich jetzt tatsächlich gerne mal ausprobieren würde, weil wir ja also für die Nebenquest Sachen brauchen. Ich würde gern mal zum Südbahnhof und dann versuchen, in ein Gebiet zu reisen, wo ich dann eine andere Nebenquest machen kann, weil vielleicht droppen da die Gegenstände, die ich brauche. Ja. Das war meine Überlegung, die würde ich gerne... Oh! Suchst du deine Katze? Hey, slow down. What are you doing racing around the city like that? I'll tell you, but only if you beat me, okay? The rule is simple. Keep up. Don't think you can beat me because I'm a kid. Bis. Auf der geweihten Anhöhe im Wohnbezirk fordert ein kleiner Junge namens Lamont Lightning zum Wettrennen heraus. Lightning muss Lamont dicht auf den Fersen bleiben und ihn dann auf der Zielgeraden überholen, um zu gewinnen. Bis. Ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme. I'll tell you where the finish line is eventually. Wow. Ready, set, go! The goal's the North Station. Look at her go! Oh, ich wollte doch aber zum Südbahnhof. Sir, könnten Sie mal bitte weiterlaufen? Kimscht? Komm, gehen wir spazieren, kleiner Junge. Wer auch immer du sein magst. Ja, ich weiß, ich habe gerade keine Zeit, sorry. Verdammt. Ernsthaft? Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Bitte renn mir nicht weg, Junge. Es klingt wie das Ki von Doki. Dieses Geräusch, von dem ich vorhin erzählt habe. Ja, ja. Okay. Hallo, Sir, könnten Sie bitte aus dem Weg gehen? Die kann sich bewegen, oder? Also, wenn du wüsstest. Ja, ich stehe neben dir. Aber ist okay. You said you were gonna tell me what's going on if I won. You're gonna keep your word, aren't you? It's nothing exciting or anything like that. It's just that the whole city seems so gloomy, don't you think? Everyone's so lifeless and boring. I thought this was a good way to add a little excitement. Show people how to have fun. I won't say it was a bad idea, but weren't there other ways? Maybe, but running's about the only thing I'm really great at. Yeah, I have to admit, you're pretty fast, but not as fast as me. Well, I'm happy if I helped you get your mind off things even for a little bit. See ya. Lightning. Ha! That's a perfect name for someone fast like you. I'll beat you next time, Lightning. Abgeschlossen. Goldmedaille, okay? Danke. Ist aber ein Accessoire, glaube ich. Das Problem an der Sache ist jetzt, eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Aber wir können natürlich auch Yuzhnov. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Hallo, ich würde gerne reisen. This is Luxarian's North Station. Ja. The trains here shuttle back and forth between Luxarian and Yuzhnov, the city that never sleeps. There is another station in Luxarian, South Station. The trains there will take you to either of these two locations. The Wildlands, where you can enjoy fresh air, nature and friendly faces, or the Dead Dunes, a desert abundant with hidden treasures. This is where you can purchase your tickets. Ja, okay. Gucken wir einfach mal, ne?
Der Anfang vom Ende. Die Erlöserin der Seelen, so werde ich nun genannt. Soldatin Elsie, Etros Ritterin. Und nun hat der allmächtige Bunuels mich aus meinem Kristallschlaf zu sich geholt. Meine Aufgabe ist es, den Menschen den Weg zur Wiedergeburt in die neue Welt zu weisen, die Gott schafft. Doch ich bin nicht alleine. Hope Estime, einst mein Verbündeter, leitet mich auf meiner Reise gegen die Zeit durch diese sterbende Welt. Als Mann führte er die Menschen Cocoons in ihrer Not. Doch nun erscheint er mir wieder als der Junge, als den ich ihn kennenlernte. Das Ende ist nah. Dies sind die letzten Tage Nova Chrysalias. I swear I'll make you happy. Those were my own words. And I think I was fooling. I couldn't do a damn thing. You died centuries ago and it still feels like yesterday. Not a day goes by when I don't think of you. And how I could save you. But I failed you. Like a fool, I'm just spinning my wheels while the world dies. Now everything's ending. No one's gonna survive. Die Musik ist voll schön. This is an emergency broadcast from the Public Safety Office, Usnan branch of the Order of Salvation. Volatile chaos infusions have been detected inside the Usnan Palace. All entrances have been sealed. Sarah, I need to know. When I die, will I get to see you again? Not that I have any right to. Well, I guess we all come to this world alone, and that's the way we gotta leave it. What are you waiting for, Lightning? You don't have much time left before the world ends. This is your last chance for payback to the man who couldn't keep your sister safe. So now it's the glittering city. This is how Snow entertains himself these days? I don't know how entertaining he finds it, but it's certainly his doing. Usnan is Snow's town now. The residents call him the patron, and he runs everything here, especially the feasts and banquets. I've heard that he wanted everyone to enjoy whatever brief time they had left. But these days, he's holed up in his palace. Who knows what he's thinking? If I could, I'd go and visit. But I don't think I'm welcome there. Guess I should have pulled my punches. No, it was the right thing to do at the time. I really thought if you confronted him head-on, he'd open up to you. Of course, it's been centuries. People are bound to change. Have the years changed him? Maybe. The Snow I remember was an optimist. Almost laughably so. He believed in everyone, and so everyone believed in him. That's why, in the end, I could accept Sarah wanting to marry him. But while I slept away the years in Crystal, he had to live every day, facing the world's coming end. Centuries, watching all hope crumble, lifetimes passing without a hint of escape. No man can stare into the darkness for so long and survive with his soul intact. It looks like the palace is completely locked down, but I think I found a way you can sneak in. The Augur's Quarter is our best bet. Supplies for the Grand Feast are delivered each and every day, anywhere from early afternoon to late at night. There should be plenty of things for you to hide amongst and make your way inside. Aber warte mal, will ich das überhaupt schon? Teleportation wurde freigeschaltet, okay. Teleportation. Die EP-Fertigkeit Teleportation ist eine magische Fertigkeit, mit der man blitzschnell an andere Orte gelangt. Öffne mit Punkt das Menü und wähle dort EP-Fertigkeiten, um dich an einen anderen Ort zu teleportieren. Die Teleportation kostet zwar EP, aber keine Zeit. Sofern Lightning sie einmal besucht hat, kann sie sich zu diversen Bahnhöfen, Siedlungen und Ortschaften teleportieren. Die Teleportation in und aus der Arche heraus verursacht keine Kosten. Die Karte, Symbole setzen. Ach, okay. Du kannst deine Karte mit nützlichen Symbolen markieren, die dir als Erinnerungsstützen dienen und dir beim Navigieren helfen können.
Drücke bei geöffneter Karte M, um Symbole einzusehen oder zu setzen. Auf jeder Karte lassen sich diese Markierungen nach Belieben setzen. Wenn du ein Symbol als Zielort festlegst, weist dir der Richtungspfeil auf der Navi-Karte sogar den Weg dorthin. Markiere dir mit Symbolen zum Beispiel den Standort von Personen, für die du etwas erledigen willst, Orte, die du noch einmal aufsuchen musst, oder schaffe dir Orientierungshilfen in Gegenden, in denen man sich leicht verläuft. Lege dir also eine Art Reisetagebuch in Kartenform an. Hey, wer bist du denn? Yunnan. I've come to see the patron's palace from up close. Sir, gehen Sie mal aus dem Weg. It would make me feel richer myself. It's the most extravagant building in the world. The palace is in the Augur's Quarter, right? I don't think tourists are allowed. I've heard that there are some parts of Yusnan that only the rich can get into. Not people like us, unfortunately. It's a palace. They ought to at least let us go look at it for free, right? It'll be all right. Come on, let's go. All right, let's go to the Augur's Quarter. Neue Hauptmission. The Augur's Quarter is the exclusive playground of the rich. Commoners aren't welcome, and that will include you. Hey. Though people say it's possible to sneak in. Apparently there's some sort of back door. I definitely think it's worth looking into. Rundumschlag, okay. Ich weiß halt nicht, ob wir hier schon sein sollten. Ups. Aber gut. Was haben wir hier denn? Ich glaube, hier würde ich gerne den Rundumschlag hin tun. Yep. Sehr gut. Sir? They say that some girl calling herself the Savior is wanted for questioning. According to the rumors on the street, she can steal your very soul. Was? She busted her way into the palace and tried to take out the patron himself. Verleumdung. Aber was mir gerade aufgefallen ist, ups, ich drücke immer mit dem Steuerkreuz, mit dem Cursor und nicht mit dem Steuerkreuz. Wenn ich das da rauspacke. Ich meine, ich könnte ja nur für den Fall der Fälle Eis, warte, Blitz. Weil Blitz habe ich da ja schon. Und hier würde ich trotzdem gerne Blitzra reinmachen, weil das trotzdem was anderes ist. Blitz kann ich da ja leider nicht ablegen. Aber hey. So, links von mir ist das da. Hallo, Tokolina. Hat mich gerade weggeschubst. ich verdiene mir mein täglich Brot mit der Kunst der Alchemie. Ich brauche dringend Ätherspulen, die man an Monstern vom Typ Desdemona findet. Wofür kann ich nicht verraten, doch ich garantiere, es ist nichts Böses. Alchemistin Monique, okay. Ich nehme natürlich alles an. Wir machen, was wir können. Was uns in den Weg kommt. Das habe ich ja schon, richtig, ja. Willkommen in Yuznan, der schillernden Stadt des Vergnügens und der Musik. Ich bin Instrumentenbauerin, doch mir sind die Materialien ausgegangen. Es schmerzt mich geradezu, jemanden auf einen minderwertigen Horn spielen zu hören. Schließlich weiß ich, dass ich aus dem Giftstachel eines Anubis in Windeseile ein erstklassiges Instrument fertigen könnte. Oh, ich habe 7 von 10, schade. Instrumentenbauerin Sailor. Sailor Mars. Sneaking into the palace again is going to be a challenge. Aber yeah, will ich das? I don't think I'll go unnoticed this time. All right, you need to find a way to infiltrate Snow's palace. Perhaps you could start by checking out the situation in the Augur's Quarter. Was zum feuchten was? Zum feuchten Tresen, okay. Welcome. Hallo. How can I be of help? Ja, nee, ach so, ja, doch. Aber es kostet so viel, nee, oder? Ja, komm, den Teufelscocktail. Gönnen wir uns mal. Aber ich glaube, es ist trotzdem günstiger. Vigiland. Erteilt Vigiland geringe TP-Heilung. Halt Kampf und Fähigkeit. TP-Heilung erteilt Protes, Vallum und Flor. Ja, ich hätte gerne einen Phönix wieder, aber ist mir gerade noch zu teuer. Ich glaube, ich brauche das noch nicht. Ich glaube, da habe ich noch ein bisschen Zeit für Eideskette. Wo ist die Musik? Das Lied.
Oh. Oh, ich vermisse das Lied. Oh, ich vermisse es so sehr. Oh, schön. Oh, das war... Oh, Gott, da kommt eine Erinnerung hoch. Oh. Okay, Grilladin. Achso, du hast auch Essen. Ja. Frittierte Munchkin, okay. Was bist du? Poissonier. Okay, du hast aber auch Essen. Sternfisch mit Pommes. Schön. Dagen-Sushi. Sushi. Oh, ich liebe Sushi. For gourmands that serve up dishes from every culture. If the world's ending anyway, I suppose you might as well enjoy your last meal. Légumière, ist das nicht Gemüse? Légume? War das nicht auf Französisch Gemüse? Enjoy the healthy fruits of the earth. Ich schätze mal ja. Okay, was willst du? Welcome. A customer. This is so exciting. What can I get you? Well, what do you serve? Anything you want. How about the chef's special made from top quality recycled materials? Deep-fried niblet hairballs. Are you sure that's actually edible? Oh, yes, it definitely won't kill you. I can guarantee it. And since you're my first customer in days, no charge. Okay, klar, essen wir das. Nothing ventured. That's the spirit. Take the plunge, I say. Richtig. Well, does it make your taste buds sing? Are you transported to culinary heaven? This is... Too tart? Too much salt, perhaps? I can brush it off if you like. No, it's actually really good. God, that is a relief. I mean, of course it's good. I knew you'd love it. I've been working on the recipe for weeks. Unfortunately, it's not very nutritious. People are more health conscious these days, which is ironic considering the times. Nutritious or not, you'd think that more people would come back for this. I think it must be me. I just don't have a head for business. No matter how hard I work, I just can't seem to attract more customers. I've been living on the brink of financial ruin for years now. My son got sick of it, so he left. You've got the chops to be a good cook, though. Why don't you try to find yourself a partner? You know, someone you trust who has a better head for business. Now that you mention it, I hear there's a famous food expert here in Yusnan. Apparently he specializes in turning around lost causes like mine. I'll bet... No, I know he can help me, but how do I find him? All I know is his name. And what is it? Gordon Gourmet. Despite his fame, he's hard to track down. If you do happen to run into him, could you tell him about CDs? Klar. In der Ständchenstraße im Schlemmerviertel findet sich das Restaurant CDs. Der Inhaber ist ein äußerst talentierter Koch, doch fürs Geschäft hat er kein gutes Händchen. Zu allem Übel vermisst er seinen Sohn, der ihm vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Finde den renommierten Feinschmecker Gordon Gourmet, damit er dem Geschäft wieder zu neuem Erfolg verhilft. Klar, bestimmt. Gordon Gourmet. I'll remember it. You are far too kind. Thank you so much. I hope you find him soon. Thank you. Thank you very much. Wird mir das angezeigt? Oder muss ich den finden? Oh mein Gott. Das ist größer, als ich dachte. Ja, ich wollte eigentlich nur die Zeit ein bisschen rumkriegen, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu viel. Achso, nee, das ist das. Warte, was? Was redet ihr gerade? Kann ich gerade jemand was von Gordon Gourmet sagen wollen? Arenentunnel. Okay. Ist das aber der richtige Weg, den ich gehe? Naja. Es ist ein Weg, würde ich sagen. Warum dauert die Map so lange? Ich drücke jetzt. Seht ihr, was ich meine? Und ich drücke jetzt. Das dauert so lang. Irgendwie.
Mhm.